Krokodilikaiman. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Nicaragua gedreht. Das Krokodil Caiman, Caiman Crocodilus, ist ein Vertreter aus der Familie der Alligatoren. Der Krokodil Caiman erreicht eine maximale Körperlänge von etwa 3 Metern, die meisten Exemplare werden allerdings nicht größer als 2,50 Meter. Er besitzt ein breites Maul und ähnelt in seinen Körperproportionen eher den echten Krokodilen. Er ist gleichmäßig grau bis olivbraun gefärbt. Die Schädelform, die Größe sowie die Färbung sind allerdings sehr variabel und es sind mehrere Unterarten bekannt. Der ehemals als Unterart geführte Brillenkaiman, Caiman Uacare, zeichnet sich vor allem durch eine dunkle Zeichnung auf der Schnauze aus. Krokodilkaimane kommen in einem sehr großen Gebiet Südamerikas bis in den Norden Argentiniens vor. Als einzige Art unter den Kaimanen trifft man sie außerdem im Mittelamerika bis nach Südmexiko an. Bezüglich seines Lebensraumes ist er sehr anpassungsfähig und bewohnt Seen, Flüsse, Sümpfe und sogar von Menschen angelegte Bewässerungsteiche, Stauseen und Straßengräben. Krokodilkaimane bauen Hügelnester aus Erde und Pflanzenmaterial, in die sie bis zu 40 Eier legen. Die Nester befinden sich dabei meist in der Ufervegetation, manchmal jedoch auch auf schwimmenden Grasmatten oder in offenem Gelände. Die Jungtiere ernähren sich vor allem von Insekten und Schnecken, die auch später noch einen großen Anteil der Nahrung ausmachen. Außerdem gehören zu ihrem Nahrungsspektrum Krebstiere und Fische.